Ich weiß, dass ich heute sehr weit gehe mit dem, was ich sage, denn ich kenne Sie nicht alle und ich weiß nicht, was Sie denken. Aber ich weiß nur eins, wenn Sie anfangen, Ihr Denken selbst in Ihre Hand zu nehmen, die Presse recherchieren, die Politik recherchieren, die Medien konsultieren, Ihr Gehirn dabei anlassen und die Bibel konsultieren und vielleicht auch mal ab und zu mal einen Blick in Wörterbücher oder in Lexikas über okkulte Dinge, dann werden Sie zu dem gleichen Ergebnis kommen wie ich, dass das alles kein Zufall sein kann. Die Errichtung eines neuen Imperiums, eines babylonischen Systems. Verwirrung, Ordo ab Kao. Hier sehen Sie eine Originalkarte von den Vereinigten Staaten, und zwar von Washington, und zwar der Distrikt Columbia. Wer weiß, was in diesem Distrikt angesiedelt ist? Das Pentagon. Pentagon. Und hier sehen Sie den Bauplan, also das heißt die Stadt geplant. Wir wissen, in Amerika sind alle Städte viereckig so geplant mit den Straßen. Das ist enorm vereinfacht. Man kann sich da gar nicht verfahren. Man braucht da keine Navigation. Man weiß immer, ich bin in der 16. Straße, ich will in die 70. Straße, ich muss in die Richtung. Ich weiß immer Bescheid, wo ich bin. Aber wenn Sie schauen hier, die ganze Stadt ist so angelegt, dass die weiterführenden Straßen vom Pentagon, es ist nicht nur fünf, wenn Sie verlängern, ein Pentagramm, sondern die Straßen, alles was um das Pentagon gebaut ist, alle Straßen führen direkt in ein Pentagramm, das genau die Formen hat. Alles Spinnerei, das überlasse ich Ihnen, diese Entscheidung zu treffen. Tatsache ist, dass seit 3 Jahren die Diskussion nicht endet darüber, ob es in der EU-Verfassung, wenn wir zurückkommen zu dem babylonischen Projekt, erlauben Sie mir diesen Satz, das ist nicht meine Idee, das ist die Idee von den EU-Werbemachern. Seit 5 Jahren mittlerweile wird darüber gestritten, ob es in der EU-Verfassung einen Bezug geben darf zu Gott. Hier drin steht es auch, kann man interessanterweise hier nachlesen, wo dann gesagt und gestritten wird, also, wie machen wir das mit der Religion? Darf in der europäischen Verfassung, das heißt das Regelwerk für die Politik, für die Finanzen und für alles, darf es da einen Bezug geben zu Gott, dem Gott der Bibel, oder nicht? Und, naja, sie kommen sich nicht näher. Also ich will hier nicht Zeitung lesen, jetzt, während ich einen Vortrag habe. Ich habe einfach das nicht mehr. Übrigens, hier auf Seite 148 wird Europa dargestellt als mit der Osterweiterung. Europa-Osterweiterung, das neue Babylon als Überschrift. Interessant alles. Es ist also wirklich, man muss wirklich die Augen zumachen. Man streitet darum, in diesem Jahr könnte Europa seine erste Verfassung bekommen. Das war 2003. Hier, zumindest planen die Mitglieder des Europäischen Konvents unter Vorsitz von Valérie Giscard d'Estaing einen Entwurf vorzulegen. Noch aber wird beraten auch darüber, ob und wie ein Gottesbezug in der Verfassung des Vereinten Europas verankert werden soll. Übrigens, nur kurz mal zur Erinnerung, was ist eigentlich Europa? Wo sind wir eigentlich gerade beim Thema heute Abend? Es ist das Fünfte Reich nach Rom, das bis heute keine Ablösung hat. Ich komme nachher nochmal drauf. Nein, ich komme jetzt drauf, weil ich es vergesse. In dem Traum, dem Nebukadnezar gezeigt wurde, geschieht in dem Traum Folgendes, nachdem das Fünfte Reich dort sein Ende findet. Es findet sein Ende durch ein neues Reich, dargestellt durch einen Stein. Aber bevor es dazu kommt, soll es ein neues Reich geben, das nichts mit dem Stein zu tun hat. Wie heißt denn dieses Reich, das Sechste Reich? Zufälligerweise das Sechste Reich. Es ist die neue, wir haben es in den letzten 3 Tagen behandelt, die neue Weltregierung.
soll das folgereich sein von dem Reich in der Bibel, das aus dem römischen Imperium herausgewachsen ist, dieses zerteilte Europa. Wir kommen noch gleich auf die Zerteilung, was hier zerteilt ist und alles. Soll ein neues Reich kommen und es gibt hier zwei, die darum ringen. In Offenbarung 12 lesen Sie davon. Ein Kampf entbrannte, steht da, zwischen Christus und Satan. Und beide haben den Anspruch, ein Reich zu haben. Und dieses Reich, wie viele Reiche kommen denn da noch in dieser Prophetie? Da kommt nur noch eins. Das heißt, das geht nicht mehr ewig weiter so. Das heißt, dieser Versuch, Europa wieder zusammenzuführen zu einem Weltprojekt, zu einer Weltmacht, wie auch die Zeitungen uns davon berichten, steht vor dem Abschluss. Denn wir wissen einen Schritt mehr als die Zeitungen von 2003. Wir wissen durch die letzten drei Tage, dass Europa nur ein Baustein ist für die gesamte Globalisierung. Dieses Wort Globalisierung, das heißt ja nichts anderes wie neue Weltordnung. Das können Sie synonym nehmen. Wo immer Sie im Radio, im Fernsehen hören, Globalisierung, da heißt es neue Weltordnung. In der Politik, in der Bildung, im Finanziellen, in der Mode, egal wo, überall eine neue Ordnung. Und dann geht es hier weiter. Auch darüber, ob und wie Gottes Bezug in der Verfassung des Vereinten Europas verankert werden soll. Das heißt, Europa, die das geworden sind, was sie sind in gewisser Weise, weil sie immer einen gewissen Kontakt zur Bibel hatten und sich daraus haben leiten lassen. Übrigens ist Amerika deswegen das geworden, was es war, weil Leute aus Europa geflohen sind nach Amerika und dort gesagt haben, das darf nie wieder geschehen, dass Leute verfolgt werden wegen Glaubensüberzeugung und Amerika die Bibel genommen hat und gesagt hat, das darf nicht mehr passieren. Deswegen machen wir einen Artikel im Grundgesetz, der sich darauf bezieht. Nämlich, dass kein Mensch aufgrund seines Glaubens und seine Überzeugungen benachteiligt werden darf. Aber hier wird seit Jahren diskutiert in Europa, ob es einen Bezug zu Gott geben darf. Und die Diskussion ist immer noch nicht beendet. Einer der Vorschläge hat folgenden Wortlaut. Die Werte der Europäischen Union umfassen die Wertevorstellung derjenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen glauben, als auch denjenigen, die den Glauben nicht teilen, sondern diese universellen Werte aus anderen Quellen ableiten. Manche ist das schon zu viel Gott für ein vereintes Europa. Also die sind bis heute nicht fertig geworden. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen mit Gott in Europa. Aber Achtung, ich erinnere nochmal, Entschuldigung, dass ich aufdringlich bin, wenn ein Baustein in diesem Konglomerat aus North American Union, Europäische Union, Afrikanische Union und Asiatische Union, wenn hier die Präsidenten darüber beraten und nicht einig werden, ob Gott eingebaut werden soll, dann zeigt uns das, glauben wir dann, dass dann die übergeordneten Systeme einfacher damit umgehen werden? Ganz bestimmt nicht. Hier sehen wir Schröder damals und den damaligen Außenminister Joschka Fischer. Und sie unterschreiben hier bestimmte Änderungen in der Verfassung, beziehungsweise als sie dort den Vorschlag unterschrieben. Und das ist wieder hier, wie man sieht, in einem ganz interessanten Raum. Und zwar in diesem Raum. Erkennen Sie jetzt den Raum, den ich vorher in Schwarz-Weiß gezeigt habe? Das ist der Raum, in dem vor über 50 Jahren der Spatenstich gemacht wurde für die Europäische Union. Dieses Bild ist 2004 aus der Esslinger Zeitung. Hier sehen wir alle aufgereiht. Und die, die den, nicht nur Mitglieder sind, sondern auch die den Antrag damals gestellt haben. Und wo befinden wir uns hier? Im Vatikan. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe damit ein kleines Problem. Die EU schafft es nicht, einen Gottesbezug herzustellen in ihrer Verfassung, gründet aber die EU im Vatikan und unterschreibt die Verfassung im Vatikan vor dem großen Thron von Pius.
Und jetzt schauen Sie die Überschrift an. Ein Papst verfolgt die Prozedur. Welche Prozedur? Die Erschaffung eines Bausteins zur neuen Weltordnung, zur Weltregierung. Hören Sie, was da steht. EU-Verfassung in Rom unterzeichnet. Schröder, ein Traum wird Wirklichkeit. Auch potenzielle Beitrittsländer sind dabei. Ein Traum wird Wirklichkeit. Zumindest glauben Sie das. Das ist interessant. Hier sehen wir diesen Raum nochmal aus einer anderen Perspektive. Ein bisschen näher rangezoomt. Hier werden die Verträge unterschreiben. Hier kommen sie alle reihenweise ran. Und hier ist hier der Thron des Papstes. Hier nochmal der Raum, wo die EU und ihr Gedanke seinen Anfang hat. Was ist das neue Europa? Hier sehen wir den Eingang zum Europaparlament in Brüssel, nicht in Straßburg. Und hier am Eingang in Straßburg sehen wir einen Stier und darauf eine nackte Frau, die den Stier an den Hörnern packt. Übrigens, was waren die Hörner nochmal an einem Tier? Der Ausdruck von seiner Stärke. Das haben in der Antike immer die Könige übernommen und haben deswegen auf ihren Helm was drauf gemacht? Hörner, um auszudrücken, welche Macht sie haben. In der Bibel bedeuten Hörner Macht. So wie Tiere politische Systeme bedeuten. Wir haben das ja gelernt. Da ist eine Frau, die greift ein Tier bei den Hörnern an ihrer Macht. Nun, wer ist diese Frau? Das wird mich interessieren. Sie auch? Oder ist es nur ein Fehler des Künstlers? War das einfach nur ein Ausrutscher des Künstlers? Nein, war es nicht. Wir sehen diese Frau auf dem Stier überall und das schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sehen wir die Frau auf dem Stier. Wissen wir, wer das sein soll? Diese Frau auf dem Stier? Europa. Die griechische Göttin, die entführt wurde auf einem Stier. Jetzt wird es mythologisch, griechisch. Aber ich kann Ihnen was verraten. Diese Frau auf dem Stier, die gab es schon, bevor es Griechenland überhaupt gab. In allen wichtigen, entscheidenden Religionen und Systemen. Außer in einem. In dem israelitischen, hebräischen Glaubenssystem gab es diese Frau auf dem Stier nicht. Sonst gab es die überall. Man sieht sie hier, man sieht sie hier. Europa, Urbium, Concordia, Florenz. Wer kann Latein? Und hilft mir aus der peinlichen Situation raus? Hat auf jeden Fall was mit Europa zu tun, stimmt's? Urbium kommt von, nehme ich an, von der Stadt. Europa, Urbium, Concordia, das heißt Eintracht, richtig. Einigkeit, europäische Einigkeit, Florenz, wird gelegt. Und wir sehen hier da unten eine Friedenstaube. Übrigens, was ist der Frieden nochmal in der politischen Ebene? Das erste Ziel zur Verwirklichung der neuen Weltordnung. Friede, Sicherheit, Freiheit. Gesetz und die neue Weltordnung. Wir haben hier den Euro hinten drauf mit der Frau, hier mit der Verfassung in der Hand der Europäischen und dem Stier. Sind Sie neugierig, wer diese Frau ist? Ich schon. Offiziell ist es ja Europa. Wenn ich nur Zeit hätte. Wir können vielleicht an einem anderen Mal weitermachen, wenn Sie interessiert sind. Dann bleiben Sie heute Abend nach dem Thema da. Wenn Sie interessiert sind über noch tiefere Zusammenhänge, bleiben Sie da, dann können wir miteinander sprechen. Dann werden wir einen Termin ausmachen, wo wir hier eine Folgeveranstaltung machen. Mitten in Europa entsteht ziemlich am Anfang dieses Vielvölkerkönigtums, die Rom ablösen, entsteht eine neue Macht, mitten in Europa. Eine Macht, die von Bischofstum zu einem Papsttum wurde
Und siehe da, nach einigen Jahrhunderten sogar zu einem Staat wurde. Der kleinste Staat der Welt, 4 Fußballfelder groß. Eine Macht, die in der Bibel dargestellt wird als eine Frau, die den Stier an den Hörnern packt. Hier sehen wir überall die Frau dargestellt als Europa. Natürlich ist es Europa in der Mythologie der Griechischen, aber ich folge nicht der griechischen Mythologie. Ich folge hier diesem Buch. Das hat mich noch nicht enttäuscht und macht Sinn. Hier sehen wir die Brücke. Übrigens auf jedem Geldschein, auf jedem Euro ist auf der einen Seite ein Fenster und auf der anderen Seite eine Brücke. Das ist kein Zufall. Nur in jedem Schein ist es ein anderer Baustil. Einmal haben wir Klassizismus, einmal haben wir Barock, einmal haben wir und so weiter und so fort. Die Moderne und so weiter. Die Brücke stellt dar, die Brücke zur Vereinigung dar, zum einigen neuen Europa. Das ist die Brücke vom alten Europa zum neuen Europa. Auf jedem Schein, können Sie nachprüfen, fängt die Brücke an im alten Europa, diesen 10-Staaten-Staat. Und das Ende der Brücke geht hinein ins neue Europa, auf jedem Geldschein. Hier ist das Originalbild, die Entführung der Europa. Hier 1722 in Öl von Keupel. Überall sehen wir sie. Griechenland, Ägypten und in der Offenbarung. Wir sehen in der Offenbarung eine Frau, leicht bekleidet, dargestellt als Hure, die auf einem Tier sitzt, das 10 Hörner hat. Ich werde darauf jetzt nicht näher eingehen. Sie hat in der Hand einen Becher, der gesagt wird, dass er voller Gräuel ist. Abscheulicher Gräuel, mit dem Becher werden, wer kennt die Bibel? Mit dem Becher, sagt die Offenbarung 17, werden alle Völker trunken gemacht. Betrunken gemacht. Im Geistlichen bedeutet das, dass ich nicht mehr denken kann. Dass ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen wahr und falsch. Diese Frau ist in Purpur gekleidet. Das ist die Kleidung, eine königliche Kleidung. Sie ist geschminkt und geschmückt. Das Thema lassen wir lieber. Aber dennoch, sie reitet hier auf einem Tier und dieses Tier steht an viel Wasser, sagt Offenbarung 17. Und in Offenbarung 17, Vers 15, wird gesagt, was dieses Wasser bedeutet, an dem das Tier steht und auf der die Hure sitzt. Es bedeutet Völker, Nationen und Sprachen. Wer die letzten 3 Abende hier war, versteht diese Sprache viel besser. Völker, Nationen, Sprachen. Schauen wir uns mal an, was das Wort Vatikan bedeutet. Ich bin kein Lateiner, ich brauche immer solche Wörterbücher. Es ist nicht meine Sprache. Es ist die Sprache der Gebildeten. Das Wort Vati ist abgeleitet von dem Wort Vates. Und hier nach dem englischen hier Wörterbuch, ich habe das Beste genommen, das es gibt, das Webster. Vatis, Prophet. Sehen wir das? Prophezeien. Vatis, Prophezeien. Oder hier Prophetin, Poet. Vaticanus, Vaticanus Mons. Hier, das ist der Berg, so wird der Berg genannt, auf dem der Vatikan gebaut ist. Vaticanus Mons. Das ist der Berg. Ja, welcher Berg? Wir müssen noch wissen, was das hinten heißt, dieses Kann, woher das abgeleitet ist. Hier zum Beispiel Vaticinatio oder Vaticinianonis. Ich bin nicht so gut in der Aussprache. Prophezeien, Vorhersagen. Vaticinator, Prophet, Seher. Vaticinium, Prophezeiung. Langt das? Okay, Vati kommt von Prophetie, Kann kommt von Anus. Hat aber nicht mit dem Anus, dem medizinischen Anus zu tun. Hier noch ein Beispiel. Anus, alte Frau.
alte Frau. Setzen wir das doch mal zusammen, wir spinnen hier einfach mal, ja? Da ist eine alte Frau der Prophetie. Oder ein Berg, Vaticanus Mons, der Berg der Prophetie. Eine Frau, eine alte Frau aus der Prophetie. In Offenbarung 17 wird ein System beschrieben mit einer Frau als das Gegenstück einer reinen Frau, wie in Offenbarung 12. Paulus sagte, ich habe Christus eine reine Braut zugeführt, sagt er in einem seiner Briefe. Und sagt im nächsten Satz, dass er damit die Gemeinde meint. Das heißt Gottes Volk. Gottes Volk wird dargestellt als die reine Braut, die sich vorbereitet und schmückt für den Tag, wenn Christus wiederkommt und er vereinigt wird mit seinem Volk. Und das Gegenstück in der Offenbarung dazu wird dargestellt als eine Frau, ein System, das abgefallen ist. Mein Thema ist nicht Rom heute Abend. Bitte, ich will auch niemand verurteilen, niemand, der katholisch ist, keinen Priester, niemand, egal was, das ist nicht mein Ziel. Unser Thema ist die neue Weltregierung. Aber schauen Sie mal, das hier ist das Siegel, das ist das ehemalige Siegel des Vatikans. Nachzulesen in dem Buch von Walter Veit, auf die Wahrheit kommt es an. Das war auch geziert in vielen Gebäuden früher. Es war damals das Siegel. Darauf kann man sehen von hinten, ein Drache. In der Bibel ist der Drache eine doppelte Funktion. In Offenbarung 12 wird der Drache dargestellt, in Offenbarung 12, Vers 9 wird er dargestellt, der Drache, das ist die alte Schlange Satan. Aber interessant ist, dass mit diesem Drachen in Verbindung, dass es eine Macht gibt in Offenbarung 13, die als Tier benannt wird, in Offenbarung 13, Vers 1 bis 4, wo es heißt, dass dieses Tier auch Drache genannt wird. Da steht, dass der Drache seine ganze Macht dem Tier gab und seinen Thron, diesem ersten Tier, das da mitten in Europa aufkommt. Und wer glaubt, dass dieses System nur eine Religion ist, der täuscht sich. Das ist der einflussreichste Staat auf der Erde. Mit diplomatischen Beziehungen in jedes Land. Er ist der Gast, der Ehrengast in jeder, und nicht nur Ehrengast, sondern er hat einen Sitz, nicht er, der Vatikan hat einen Sitz in der UN. Wir haben darüber gesprochen in diesen Tagen abends, was die UN ist, was die Bankiers, die Weltfinanz sagt, wer die UN ist. Weiß es noch jemand? Die UN ist ein Konglomerat von Banken. Nach außen hin ein politisches System, in Wirklichkeit ein finanzielles System. Hier sehen wir Herrn Ratzinger in der UN in seiner Ansprache. Wer diese Ansprache verfolgt hat, der wird gestaunt haben, als man hörte, für was er plädierte und was seine rote Linie in seiner Ansprache war. Er erwähnte vier Dinge. Na, raten Sie mal. Den Frieden und welche Bedeutung die USA darin hat. Er erwähnte die Sicherheit und die Unruhen und die kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Welt und dass man da zusammenstehen muss, dass das nicht weitergeht in der Zukunft. Er erwähnte die Freiheit, das Recht des Menschen auf Freiheit. Und er erwähnte das Gesetz. Sein Kollege Johannes Paul II. Erwähnte noch ein bisschen mehr, als er noch am Leben war. In seiner Neujahrsansprache am 1. Januar auf dem Petersplatz forderte er vor Millionen Zuhörern und Zuschauern eine neue Weltordnung. Können Sie einfach eingeben im Internet, überall in der Presse ist das nachzulesen.
Kommen wir mal zurück zu Amerika. Hier gibt es zwei Systeme, haben wir in den letzten Abenden angesprochen, die die gleichen Ziele haben. Die zwei mächtigsten Männer dieser Welt. Bitte sagen Sie mir, wer das gegenwärtig ist. Der amerikanische Präsident ist derzeit, sage ich, und das kann keiner absprechen, derzeit der Mann in der Welt, und es ist egal, ob der Bush, Obama oder McKenzie oder Clinton oder wie sie heißen, der amerikanische Präsident ist seit einigen Jahrzehnten der Mann in der Welt, der politisch die Feder hält und sagt, wo es lang geht. Und wir haben George Bush Junior gehört, wie er gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, geh nach Afghanistan, geh dahin, geh in den Irak, mach Frieden. Und er sagt, Gott hat uns berufen, Frieden zu machen in der Welt. Es gibt zwei mächtige Männer mit denselben Zielen, die beide das gleiche Ziel haben, nämlich Weltherrschaft. Und wenn Sie glauben, mir das nicht glauben, dann lesen Sie einfach die Presse. Amerika ist das Land, das berühmt wurde dafür, dass Menschen dorthin gehen konnten und wussten, sie dürften glauben, was sie wollen. Und sie hatten die Garantie, dass ihnen zugesichert wird, dass sie dadurch keinen Nachteil haben. Das war Vergangenheit. Hier lesen wir den ersten Zusatzartikel zur Verfassung. Der Kongress soll kein Gesetz bezüglich der Einführung von Religion erlassen oder deren freie Ausübung untersagen. Sie sieht vor, dass keine religiöse Prüfung je als Qualifikation für ein Amt öffentlichen Vertrauens in den Vereinigten Staaten gefordert werden soll. Und jetzt schauen Sie, was am 10. April 1984 geschah. Der oberste Gerichtshof bezog sich auf ein Papier, 47 formuliert, und schrieb dann Folgendes. Der oberste Gerichtshof, ich habe das stark abgekürzt, kann Gesetze erlassen, die eine Religion, wenn nötig, alle Religionen unterstützen oder eine Religion oder andere bevorzugen. Der Supreme Court 1984. Es war ein wichtiges Jahr, 84, auch in Rom. Hier die Spiegelausgabe, noch gar nicht so alt. Und dort steht, die neue Weltordnung, Pax Americana. Wir haben vor wenigen Tagen noch diese Bilder vor uns gehabt, als Herr Ratzinger nach Amerika reiste und dort die gesamte amerikanische Welt diesem Mann zugejubelt hat. Wer sich nur ein Stück weit beschäftigt mit der Geschichte Amerikas und Europas, weiß, dass das ein Unding war, gewesen wäre vor nicht allzu langer Zeit. Für ihn wurden spezielle Lieder gespielt. Es sind die beiden Männer in der Welt gegenwärtig noch. Wir wissen ja nicht, wie die Wahlen ausgehen, aber es sind die beiden Männer, die Schulterschluss machen in einem Ziel. Weltherrschaft. Es gibt nur ein Problem. Und das ist die Meinungsfreiheit und die Glaubensfreiheit. Aber wenn ich an den Artikel von 1984 denke und das, was hier steht, dann sollten wir anfangen umzudenken. Bush wurde empfangen beim Papst Benedikt und hierüber schreibt die Presse Folgendes. Diese Ehre wird nur wenigen Menschen zuteil. Papst Benedikt der 16. hat Präsident George Bush am Freitag im Johannisturm im Vatikan empfangen. Normalerweise finden die Audienzen in der Bibliothek statt. Im Johannisturm finden nur wirklich Begegnungen statt von äußerster, nicht nur Wichtigkeit, sondern nur mit Menschen, die wirklich ins System gehören, ins vatikanische System gehören. Und dann sagt die Presse Folgendes. Italienische Zeitungen berichten, Bush wolle zu katholischem Glauben übertreten.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nur, dass es schon einen Präsidenten gab, der das getan hat. Bitte? Bitte? Tony Blair hat es gemacht, aber er ist ja Engländer. Es gab einen amerikanischen Präsident, Woodrow Wilson. War nicht gebürtiger Katholik. Er konvertierte zum Katholizismus. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Es gab bisher keinen katholischen Präsidenten. Das wäre doch der Hit, oder? Diese beiden Männer, die einen großen Traum verwirklichen, nämlich endlich die neue Weltordnung aufzubauen, mit einer Regierung, einem Finanzsystem und einem Glaubenssystem. Alles gesponnen? Schauen Sie die St. Louis Post, was sie schreibt, 29. Oktober 1991, wo nun das zweite Jahrhundert der Freiheitsrechte zu Ende geht, definiert der oberste Gerichtshof neu, was religiöse Freiheit im dritten Jahrhundert bedeuten wird. Sie beziehen sich auf den Artikel, der angesprochen wurde 1984 vom obersten Gerichtshof. Offensichtlich hilft dieser neue Ansatz, sagt die Presse hier in St. Louis, des Gerichtshofes konventionellen Religionen, während es unkonventionelle verletzt. Nun sagen Sie mir, was eine konventionelle Religion ist. Bitte? Das sind Weltreligionen, konventionelle, aber Sie sprechen hier nicht von einer Weltreligion, sondern von christlichen Religionen. Das sind die staatlichen Religionen. Das heißt, Katholizismus und Protestantismus. Wir wissen, ich könnte den ganzen Abend füllen über den Protestantismus. Wir wissen, dass der Protestantismus heute kein Protestantismus mehr ist, sondern dass der Protestantismus nur noch eins im Kopf hat, nämlich die Ökumene. Es gibt nur eine Kirche, die nicht in der Ökumene ist. Das ist die katholische Kirche. Denn sie wartet, bis alle Kirchen sich einig sind, damit die wieder zurück zur Mutter kommen. Denn die Ökumene ist nichts anderes als das, was auf politischer Ebene mit der neuen Weltordnung, mit der Welteinheit, Globalisierung geschieht. Ist nichts anderes. Die Ökumene ist ein Trick. Ist ein Trick, den Glauben der Kirchen zu unterwandern und es letztendlich katholisch wieder zu machen und zurückzuführen zur katholischen Kirche. Ist nichts anderes. Das sind nicht meine Worte, das ist allgemein gut, das heute abrufbar ist. Hier schreibt der damalige oberste Richter, Lenquist heißt er, dass der Gerichtshof sich an die Regierung halten wird, und lassen Sie sich das jetzt auf dem Gaumen zergehen, an die Regierung halten wird, wenn Religionsrechte mit der dringenden Notwendigkeit der Regierung nach einheitlichen Verfügungen kollidieren. Können wir das mal übersetzen? Das heißt, der oberste Richter sagt 1990 in der Los Angeles Times, dass die oberste juristische Instanz Amerikas, wenn es darauf ankommt, sich zu entscheiden, wohin sie sich entscheiden, wenn die Interessen zwischen Regierung und Glaubensfreiheit kollidieren, werden sie sich immer nach der Regierung halten. Das heißt, es gibt keine wirklichen Glaubensfreiheit, wenn es darauf ankommt. Gibt es nicht. Das ist eine Farce. Und genau das sagt der Richter hier, William Rehnquist. Er sagt hier in diesem Artikel, die Scheidewand zwischen Kirche und Staat ist eine Metapher, die sich auf einer schlechten Geschichte gründet. Wissen Sie, wann im Mittelalter die meisten Menschen verbrannt wurden? Wissen Sie wann? Dann, wenn Staat und Kirche einer Meinung waren. Denn dann gab es kein Kontrollorgan mehr. Das nennt er schlechte Geschichte. Dass wir es erreicht haben durch die Zeit aus dem Mittelalter heraus, durch die Reformation, klare Verhältnisse zu schaffen. Das ist eine schlechte Geschichte, nennt er. Und er sagt, man sollte sie offen und ausdrücklich aufgeben. Das sagt der oberste Richter im Time Magazine
sagt er, man sollte die Trennung zwischen Kirche und Staat aufgeben. Und jetzt zeige ich Ihnen zwei Gebäude, die verdächtig ähnlich aussehen. Hier das Kapitol und hier der Vatikan. Zwei Mächte, zwei Supermächte mit zwei Männern an der Spitze, die eine Sprache sprechen. Neue Weltordnung. Der eine macht seine Hausaufgaben hier und der andere macht seine Hausaufgaben hier. Haben Sie gewusst, wer über 1000 Jahre lang in Europa angebetet wurde? Jetzt möchte ich, dass Sie sich festhalten, wenn ich Ihnen was zeige, aus einer baptistischen Zeitschrift. Wir, das ist ein Interview mit einer baptistischen Zeitschrift. Ja, es ist, wir, die Hierarchie der römischen katholischen Kirche, erwarten von allen treuen Kindern der Kirche, den Präsidenten mit allen Kräften zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Mitglieder des obersten Gerichtshofes den Verfügungen des Präsidenten Folge leisten. Achtung! Bitte jetzt ganz scharf mitdenken. Die katholische Kirche äußert sich und sagt, wir müssen unseren Präsidenten unterstützen, ist ja fein. Das sind ja amerikanische Bürger. Aber sie sagen, wir, die Kirche, die Hierarchie, wir möchten mit allen Kräften dafür sorgen, dass der oberste Gerichtshof dem Präsidenten Folge leistet. Was sagte William Rehnquist? Wenn Glaubensfreiheit und Gesetz in Konflikt kommen, entscheiden wir uns für Gesetz. The rule of law. Das vierte Ziel der neuen Weltordnung. Und zwar ein Gesetz, das ganz neu definiert wird. Das nichts mehr mit dem ersten Artikel der Gründungsväter zu tun hat. Aber es geht weiter. Wenn nötig, werden wir die gegenwärtige Verfassung ändern. Das ist geschehen. Schon vor fast 20 Jahren. Die Presse hat darüber berichtet. Keinen hat es interessiert, außer ein paar Verschwörungstheoretikern. Wenn nötig, werden wir die gegenwärtige Verfassung ändern. Wer spricht hier eigentlich? Entschuldigung. Die Hierarchie der katholischen Kirche. Verbessern oder aufheben, damit der Präsident sein oder vielmehr unser humanistisches Programm und alle Aspekte der Menschenrechte durchsetzen kann. Wie sie unsere heiligen Päpste und die heilige Mutterkirche niedergelegt haben. Jetzt sagen Sie mir bitte, wer spielt die Geige in dieser Aussage? Der Papst. In Offenbarung 13 heißt es, dass das zweite Tier machen wird, dass die ganze Welt das erste Tier anbeten wird. Das zweite Tier ist nichts anderes als ein Handlanger, um ein System dahin zu führen, wo es schon einmal war im Mittelalter. Völlige Kontrolle. Und es war die finsterste Zeit in Europa. Möchten Sie, dass sie wiederkommt, diese Zeit? Die neue Weltordnung? Wir haben unseren geschätzten Präsidenten gewählt. Unsere Gesetze werden erstellt und durchgesetzt werden, so wie es der heilige Stuhl der Papst und das kanonische Recht des päpstlichen Throns will. Unsere ganze Gesellschaftsstruktur muss auf dieser Basis umgestaltet werden. Was sagt David Rockefeller? Wir stehen vor einer großen Transformation. Ich kann es mittlerweile auswendig. Und er sagt, das Einzige, was geschehen muss, ist, wir brauchen eine entsprechend große Krise, damit alle Nationen die neue Weltordnung annehmen werden. David Rockefeller sagt das in den 90er Jahren. Die Parallelen sind zu auffällig hier. Die ganze Gesellschaftsstruktur muss auf dieser Basis umtransformiert werden. Eine Transformation, eine neue Weltordnung mit neuen Gesetzen und mit neuen Grundlagen, wie Glaubensfreiheit definiert werden wird.
Und wenn der oberste Gerichtshof sagt, er wird sich im Zweifelsfall für den Präsident entscheiden, und wenn die Washington Post und die St. Louis Post, wenn die sagen, dass im dritten Jahrtausend die Glaubensfreiheit neu definiert wird, und sie sagen, dass es den konventionellen Religionen zugutes kommen wird und den unkonventionellen Religionen benachteiligt werden wird, na, ich meine, okay, jeder kann 2 und 3 zusammenzählen. Unsere Erziehungsgesetze, und jetzt kommt der Punkt, Bildung und Information ist einer der zentralen Achillesfersen in der neuen Weltordnung. Bildung und Information. Unsere Erziehungsgesetze müssen das Ziel haben, den Atheismus aus diesem schönen Land auszumerzen und zu vertreiben. Ebenso die rote Gefahr des Totalitarismus, Kommunisten, den Protestantismus, den Kommunismus, den Sozialismus und alles, was ihnen gleicht. Also alles, was sich in den Weg stellt, das Ziel, dass Amerika die neue Weltordnung aufbaut, muss ausgemerzt werden. La Aurora Magazin der Italienisch-Baptistischen Gesellschaft in Philadelphia. Ich bin da nicht hingeflogen und habe gesagt, können Sie mir das Interview zeigen? Ich gehe immer das Risiko damit ein, dass die Quellen, die ich konsultiere, echt sind. Aber ich sage Ihnen was. Ich bin jetzt fast 5 Jahre an dem Thema und das ist genau das exakt, was wir die letzten 3 Tage studiert haben. Exakt. Und deswegen glaube ich. Das heißt, wir können schlussfolgern, Kirche und Staat werden sich verbinden und haben sich schon verbunden. Und zwar, um religiöses Denken und Handeln zu beeinflussen. Das ist die Realität. Schauen Sie, was eine meiner Lieblingsautorinnen geschrieben hat im Jahr 1911. Wenn die leitenden Kirchen der Vereinigten Staaten sich in den Punkten der Lehre, die sie gemeinsam halten, vereinigen, und jetzt hören Sie das an, was sie schreibt, und den Staat beeinflussen. Das ist exakt, was wir gerade gelesen haben, liebe Freunde. Ihre Verordnungen durchzusetzen, wessen Verordnungen? Der Kirche. Und ihre Satzungen zu unterstützen, dann wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung bürgerlicher Strafen über die Andersgläubigen wird die unausbleibliche Folge sein. Was die Frau schreibt, ist exakt das, was die Presse uns heute liefert. Sie können glauben, was Sie wollen. Aber ich habe mich vorbereitet auf die Zukunft. Sie auch? Kommen wir zum Abschluss zurück zum Propheten Daniel. Schauen wir uns den Traum zu Ende an. Wir haben aufgehört. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der Traum geht jetzt weiter. Jetzt kommt in diesem Traum, der so Nebukadnezar erschreckt hat, kommt dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden. Das heißt, das ist eine Bildersprache, ja? Das heißt, menschliche Politik, menschliche Ziele haben hier keinen Einfluss auf diesen Stein, der vom Himmel herunterkommt. Der kommt aus nichts, der ist plötzlich im Traum da, den Nebukadnezar gezeigt bekommen hat von Gott und gedeutet von Daniel. Und dieser Stein kommt und trifft diese Statue, die was darstellt? Die Abfolge der Weltreiche, die gegen Gott eine Weltmacht aufbauen wollten, seit dem Ersten Reich, 1. Mose 10, das genannt wird Babel, eine Weltordnung aufzubauen, die global ist. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren. Das 5. Reich. Was ist dieses Reich? Bitte? Das letzte. So ist es. Es war das europäische geteilte Reich, das sich mittlerweile entwickelt zu einem Reich, das sich einreiht in die globale
Verwirklichung der neuen Weltordnung. Aber eine Sache ist offiziell noch nicht miteinander verbunden und vernetzt. Und das ist die Staats- und Kirchengewalt. Denn man kann nur mit Gesetzen Verordnungen erlassen. Wir dürfen in der Zukunft mit Gesetzen rechnen, die von der katholischen Kirche gemacht sind und von Amerika ausgeführt werden. Weil Amerika ist der Mittelstürmer in der globalen Liga. Bush-Vater sagte 1991, und unser Unternehmen wird gelingen. Das steht auch auf dem 1-Dollar-Schein übrigens. Unser Unterfangen wird gelingen. Vers 44, und jetzt kommt's. Zu dieser Zeit, zu welcher Zeit? Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nicht mehr zerstört wird. Alle Reiche haben dasselbe gesucht. Totale Macht. Und hier sind wir gerade dabei. Und der Traum sagt, und das hat ihn erschreckt, dass dieses ganze System, angefangen mit Nimrod, ein Ende haben wird. Sie können das glauben oder nicht, das ist Ihnen überlassen. Das war meine Frage. Sehr gut. Ich wiederhole sie nochmal. Wann wird das geschehen? Das war genau meine Frage. Dieser Text gibt die Antwort. Sie steht dort. Schön, schauen Sie es. Aber zu dieser Zeit, zur Zeit dieser Könige, welche Könige? Und jetzt gibt es Leute, die immer sagen, ja, die Folgestaaten von Rom waren ja die 10 Staaten altes Europa. Nein, das ist altes Europa, weg damit. Wir sind im neuen Europa. Wer sind welche Könige? Ganz einfach. In Daniel 2, Vers 41 bis 44, jetzt genau zuhören, wir sind in der Schlusskurve. In diesen 3 Versen in Daniel, 4 Versen, steht das 5. Reich gegliedert in 4 verschiedene Zuständen gegliedert. Denn dieses Reich ist phänomenal. Es ist das Folgereich Roms seit 476 und ist bis jetzt noch aktiv. Und dort steht, dieses Reich wird zerteilt sein. Nummer 1, es wird zerteilt sein. Nummer 2, es wird stark schwach sein, Vers 42. Nummer 3, es wird sich vermischen. Nummer 4, es wird zerstört. Das ist die Geschichte Europas in 4 Absätzen. Das ist genau, was geschichtlich geschah. Es war zerteilt, dann war es stark schwach. Aber die Frage ist, welche Mächte waren hier stark schwach? Europa hat wirklich nie große Kriege geführt gegeneinander. Das lief alles politisch zwischen den Königshäusern, dass die sich geheiratet haben und der mit dem vermählt und so haben die dann ihre Macht ausgespielt. Das war wie ein Kartenspiel. Die Kriege gibt es eigentlich erst seit dem 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, die europäischen Kriege. Was war hier denn, nachdem es zerteilt war, Europa stark schwach? Der Kampf zwischen Kirche und Staat, zwischen Vatikan, zwischen Papst und zwischen dem Kaisertum. Immer ein Hin- und Herziehen zwischen stark, schwach. Es war so. Religion und Politik haben sich miteinander immer wieder den Rang abgelaufen. Zerteilt, stark, schwach, vermischt, zerstört. Das sind genau die Abläufe. Wo befinden wir uns? Daniel wird gesagt von Gott und er sagt Nebukadnezar zur Zeit dieser Könige, Vers 44, nach was sagt er das? Er sagt es nach dem 3. Zustand, vermischt. Wenn Kirche und Staat sich vermischen werden und neue Gesetze machen werden, die den Glaubensfreiheit eines Menschen beeinträchtigen, so wie wir es gerade gehört haben, vom obersten Gerichtshof, von der Baptistischen Zeitung, die Hierarchie, das waren wichtige Leute, die das scheinbar gesagt haben, die sich Hierarchie nennen. Wir haben es gehört von Leuten, die schon einen Geist der Prognose hatten, 1911, dass das kommen wird.
Der oberste Gerichtsrichter William Rehnquist sagt, das ist eine schlechte Geschichte, dass sich Staat und Kirche getrennt haben. Übrigens waren früher die obersten Richter niemals Katholiken. Niemals. Das war bis zum Jahr, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, bitte nachprüfen, bis zum gewissen Jahr war das auch nicht möglich. Und mittlerweile haben wir 4 katholische oberste Richter in Folge. Und er sagt, das ist eine schlechte Geschichte, dass Staat und Kirche getrennt wurden. Der Punkt kommt, wo das europäische Konglomerat dafür sorgen wird und anschieben wird, dass neue Gesetze kommen. Wir haben die Blueprint, wir haben die Matrize vor uns liegen. Die Kirche sagt dem amerikanischen Staat und Regierung und der Justiz, welche Gesetze, und zwar über die Justiz, die mehr und mehr katholisch wird, welche Gesetze gemacht werden, die die Glaubensfreiheit einschränken werden. Da werden sich Staat und Kirche die Hand geben, sie werden sich vermischen. Ton und Eisen werden sich vermischen auf europäischem Boden, aber zuerst auf amerikanischem Boden. Das haben uns diese Zitate gelehrt. Und dann weltweit. Und dann kommt das nächste Reich. Zu dieser Zeit dieser Könige. Diese Könige sind nicht die vor 1000 Jahren. Diese Könige sind die, die sich vermischen. Das heißt, diese Mächte, die ihre Interessen verbinden, Staat und Kirche. Und es gibt nur, bitte, ein einziges Machtgebilde auf der Erde, die beides ist. Kirche und Staat. Und zwar mit Diplomatensitz in der UN. Das ist der Vatikan. Vatikanus. Die alte Frau der Prophetie. Gott richtet ein Reich auf, das nicht mehr zerstört wird. Und ich sage Ihnen was. Ich möchte Bürger sein von diesem Reich. Und nicht von einem Reich, das als Überschrift hat Neue Weltordnung, einen Frieden, an den ich nicht glaube und eine Sicherheit, die mir keiner gewährleisten kann und Gesetze, denen ich nicht folgen möchte, wenn es darauf ankommt und sie kollidieren mit Gottes Vorstellung, denn Gott muss man mehr gehorchen als Menschen. Und dann heißt es hier, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird wie lange bleiben? Ewig. Und jetzt zeige ich Ihnen was. Das Wort, das hier benutzt wird in Daniel, das aramäische Wort, heißt Aben. Es ist ein zusammengesetztes Wort aus 2 Begriffen. Aleph, der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Übrigens, die antiken Alphabete haben alle Zahlenwerte. Schon als sie gemacht wurden. Das haben nicht wir erfunden in der Neuzeit. Und der erste Buchstabe im Alphabet bei den Hebräern und bei den Israeliten ist wem geweiht? Gott. Jesus sagte, ich bin das A, der Anfang. Mit mir fängt alles an. Ich bin das A und das O. Das O ist übrigens das Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin der Erste und der Letzte. Aleph steht synonym in der Bibel für Gott und Ben, Beit und Nun heißt Sohn. Wir kennen das. Ben Hur, Ben Hatschi, Bin Laden. Bin Laden heißt nur der Sohn von Laden. Das ist der Sohn Gottes. Der Stein, der ohne Zutun von Menschenhand die Weltgeschichte beendet, ist nichts anderes, liebe Freunde, als die Wiederkunft Christi. Was ich Ihnen heute Abend sage, ist vielleicht für Sie hart zu verdauen, wenn Sie nach Hause gehen. Aber es wird Ihnen gut bekommen. Denn es ist besser, hartes Brot zu essen, und es ist Vollkorn, als weiches, weißes, schlampiges, mummeliges Brot, das den Körper nicht nährt. Und das ist das Problem, liebe Freunde. Die meisten Leute wollen heute nur das hören, was sie hören wollen. Und das ist Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Bloß, beunruhige mich bloß nicht mit deinen Prognosen. Aber die neue Weltordnung ist nichts, was ich möchte. In dieser Ordnung möchte ich nicht leben, zumindest nicht ohne Gott.
Es kommt jemand, der diesen Stein füllt. Dieser Stein ist nur ein Synonym. Jesus hat gesagt, oder in der Bibel steht, den Baustein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er ist der, der kommt. Und ihn wird niemand aufhalten. Die können Satellitensysteme aufbauen und was sie wollen. Verteidigungssysteme, die können sich verbinden, bis sie so verbunden sind. Sie können schreien, neue Weltordnung und Frieden, sie werden nicht den aufhalten können, der kommt. Und wissen, was mich traurig macht? Dass die meisten Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht erkennen werden, um was es geht und wen es geht. So wie Jesus auf diese Erde kam vor 2000 Jahren und die meisten nicht verstanden haben, wer er war. Und ihn sogar gekreuzigt haben, weil sie gedacht haben, er ist von Satan besessen, er ist ein Aufrührer, er ist ein Verschwörer. Jesus Christus kommt wieder. Sichtbar, hörbar, buchstäblich in den Wolken des Himmels. Die Engel haben es bestätigt, als er in den Himmel ging, haben sie gesagt, ihr Leute, was steht hier rum? Dieser Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1,11. Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, sagt er ganz klar, die Zeichen der Zeit werden so sein und es heißt, und der Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels. Und wissen Sie, wie viele Augen ihn sehen werden? Alle. Offenbarung 1, Vers 7 sagt, alle Augen werden ihn sehen. Alle, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Auch die, die sagen, Berge fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der da kommt. Das sind die Leute, die die Weltordnung aufbauen. Und die mitrufen und sagen, wir wollen eine andere Ordnung, wir wollen eine Ordnung ohne Gott. Und dann kommt er und sie können nicht ausweichen. Und sie sagen, fallt auf uns Berge, es ist besser zu sterben. Das zeigt die Einstellung dieser Leute. Zur Zeit dieser Könige wird Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nicht mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber selbst wird es ewig bleiben. Offenbarung 17, die 10 Hörner, die du gesehen hast, das ist eine andere Formulierung für dieses Konglomerat aus Königen, die sich zusammenziehen. Horchen Sie, was sie machen werden. Die du gesehen hast, er sagt das dem Johannes auf Patmos, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Ich habe was gelesen und das ist hochinteressant. Wissen Sie, das wusste ich vor einer Woche noch nicht und man lernt immer dazu, was die Pläne sind, nachdem die 4 großen Kapseln, North American Union, Europäische Union und Afrikanische und Asiatische Union eine Finanzverbindung geschaffen haben, in wie viele Teile die neue Weltregierung aufgebaut werden soll? In 10 Teilen. Wenn das stimmt. Die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber schauen Sie, was da steht. Wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen. Zusammen mit dem Tier, das ist das erste Tier, das angebetet werden wird. Das sagt, wo es lang geht. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Es kommt der Zeitpunkt, wo alle politischen Einheiten dieser Welt sich der moralischen Instanz des Papsttums unterstellen werden. Und wenn Sie das nicht glauben, wenn es Amerika tut, die größte Nation, die der politische Hammer ist in dieser Welt, ja, glauben Sie, dass dann irgend so ein Satellitenstaat, durch den die Achse des Bösen geht, sich wehren wird? Ich kann Ihnen Bilder zeigen, als Johannes Paul II. Zum Jahrtausendwende einen Besuch in den Palästina gemacht hat und dort aussteigt aus dem Flugzeug und der Präsident dort ihm die Füße küsst. Sie wollen, schicke ich Ihnen das Bild per E-Mail. Die werden gegen das Lamm kämpfen. Wer ist das Lamm? Das heißt, wir sind willkommen in 1. Mose Kapitel 10. Eine Weltregierung gegen Gott. Denn der Satan weiß ganz genau, dass seine Zeit gezählt ist. In Offenbarung 12 heißt es, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und jetzt schauen Sie in den letzten Zügen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und sie sind mit ihm, die mit ihm sind, sind die Berufenen und die Auserwählten und die Gläubigen.
die sich an welches System halten? An Gottes System. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, dass der Drache zornig wurde gegen die Frau und ihre Übrigen. Und er wurde zornig, weil sie die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt, das Zeugnis Jesu ist aber der Geist der Prophetie. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und wir tun gut daran, dass wir darauf achten, im finsteren Ort. Ich möchte dazugehören, zu diesen Menschen. Ich möchte zu Jesus gehören. Sie auch? Dann nehmen Sie diese Verheißung mit nach Hause. Johannes hört Stimmen in seiner Vision auf Patmos und er sagt, es hoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt wurde das Reich unseres Herrn. Das Reich der Welt wird das Reich unseres Herrn und seines Christus. Jesus sagt, ich mache alles neu. Das ist die neue Ordnung, die ich möchte. In Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die alte war nicht mehr da. Und ein neues Meer. Gott macht alles neu. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört sich an wie ein schönes Märchen. Aber bitte vergessen Sie nicht, was wir in 4 Tagen hier studiert und gelesen und angeschaut haben. Sie sind in keinem Märchen. Das ist die Realität. Kommen Sie an in der Realität. Kommen Sie an bei Christus. Christus ist die Realität. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Möge das unser Bekenntnis werden und unser Glaube. Und Gott segne Sie dabei. Nehmen Sie die Verheißung mit nach Hause. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Vielleicht gehen Sie heute Abend hier nach Hause. Vielleicht freudig. Vielleicht gehen Sie aber nach Hause, indem Sie sich Gedanken machen und sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mit allem, was ich gehört habe. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert mit all dem, was ich gehört habe und ich merke, da ist was dran und ich weiß nicht, wie es weitergeht für mich. Dann habe ich einen Rat für Sie. Gehen Sie doch heute Abend nach Hause und sprechen Sie mit Jesus. Sagen Sie, Herr, in der Welt habe ich Angst, aber du hast die Welt überwunden. Sprechen Sie mit ihm. Als ich angefangen habe, mit Jesus zu sprechen, hat sich mein Leben verändert, total. Sagen Sie ihm all Ihre Sorgen. Und laden Sie ihn heute Abend ein, in Ihr Leben zu kommen, wenn Sie nach Hause kommen. Er braucht kein großes Gefasel. Er legt keinen Wert auf Rosenkränze und alles Mögliche. Er will ein echtes Herz, das zu ihm kommt als Kind und sagt, Vater, führ du doch meine Zukunft durch das hindurch. Ich möchte zu deinem Reich gehören. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt zum Abschluss ein kurzes Gebet sprechen. Sie können sitzen bleiben. Und wenn Sie den Wunsch äußern wollen, bevor Sie nach Hause kommen, dann dürfen Sie das im Stillen jetzt tun. Unser Vater, ich möchte dir herzlich danken. Wir wollen jetzt ruhig werden. Und wir wollen wissen, Herr, dass du der Herr bist. Du hast die Geschichte in der Hand. Auch wenn viele Männer auf dieser Welt in der Politik und in der Finanz geglaubt haben, sie haben diese Welt in den Händen. Du bist der Herr, der König aller Könige. Und du wirst kommen, daran habe ich keinen Zweifel. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, du siehst jetzt unsere Gedanken, du siehst unsere Herzen, du weißt, wie es uns zumute ist. Wir sehen beides. Wir sehen diese abgrundtiefe Verschwörung gegen dich, gegen dein Volk, gegen die Wahrheit. Und wir möchten dich herzlich bitten. Weil wir wissen, wir können das alles nicht aufhalten. Wir wollen nicht auf die Straßen gehen mit Transparenten und mit Friedensbewegungen und schreien. Wir wollen dich kämpfen lassen. Wir wollen dich streiten lassen. Du hast gesagt, damals, als die Israeliten aus Ägypten gezogen sind, ihr sollt still sein und ich werde für euch streiten.
Denn dieser Kampf, der hier geführt wird in der Finsternis, ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Aber du hast ihn gewonnen am Kreuz auf Golgatha. Und ich danke dir, dass das, was als eine Niederlage aussah, in Wirklichkeit ein Sieg war. Du hast den Schädel, den Kopf der Schlange zertreten. Sie lebt noch und sie ist gefährlich. Aber wir wissen, Herr, du wirst ein neues Reich aufrichten. Und ich danke dir, Herr, dass wir Bürger dieses Reichs sein dürfen, wenn wir wollen. Ich bitte dich, dass die lieben Menschen, die hier sind, ihre Familien, ihre Ehepartner, ihre Kinder, diese Entscheidung treffen und Teil dieses Reiches sind. Wir wollen eines Tages zu denen gehören, die nicht sagen, Berge fallt auf uns, sondern jubeln und fröhlich sein und sagen, das ist er, auf den wir gewartet haben. Und wenn wir dann deine Stimme hören, die sagen wird, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das von Anbeginn für euch vorbereitet ist. Herr, dann wollen wir mit Freude geduldig sein, bis du wiederkommst. Danke, dass du es tun wirst. Wir danken dir durch dich, Herr Jesus, der du alles möglich gemacht hast. Amen.